Hey, oh, meine Freunde der Dunkelheit, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Das Let's Play geht nach einer etwas längeren Pause weiter. Warum eine etwas längere Pause als ursprünglich gedacht? Ich war ein bisschen krank, hab mich schwer von einer Ja, sagen wir es mal so. Wenn ich jetzt während der Aufnahme hier mal zwischenzeitlich mal ein, zweimal leicht husten, dann Entschuldigung, weil das kommt nicht gut bei einer Aufnahme, aber ich denke, jetzt kann man wieder ungestört zocken. Abenteuermodus, los geht's, mal schauen, was uns da erwartet, denn den Story-Modus haben wir ja praktisch gesehen durch. Anleitung zum Sieg 1, Angriffsgrundlagen, die Grundlagen Angriffe sind Kombos mit der Kombination L, Kreis und so weiter. Drücke Dreieck, um Schalke aufzuladen, soweit so gut, wissen wir alles. Ne, also die Story-Modus haben wir soweit durch. Müssten allerhöchstens noch die ganzen Missionen mit einem Rang S schaffen. Das, mal schauen. Irgendwann mal. Und eines Tages werde ich mir dann auch mal die DLCs holen. Denn da gibt es ja noch irgendwie Story-Erweiterungen, von denen ich noch nichts weiß. Ich wollte ja erstmal das Spiel so durchspielen, bevor ich mir die DLCs hole. Wenn überhaupt.時は第4次忍界大戦終結後、とある任務を受けた渦巻ナルトが今まさに里を畳んとしていた。よし、行くか。そうね。あのさ、本当についてくんの？ だってあんた一人じゃ心配だし。心配って、ただの新書運びだぞ。しかも砂隠れまでの。別にいいじゃない。私たち、たまたま偶然休みなんだから、休暇をどう使おうと人の勝手でしょ。ねえ、ひなた。あの、ダメだったかな。いや、ダメなことはないけど。だったらブチブチ言わない。 さっさと出発。分かったってばよ。ここまではうまくいったわね。いい、ひなた。せっかくの機会なんだから、あいつとの関係少しは進展させんのよ。うん。大丈夫。私がしっかり背中を押してあげるって。 止まってちゃ何も始まらない。少しでもナルト君と一緒にいたい。少しでもナルト君のことを知りたい。それは私が望んだこと。少しでも前に進もうって決めたんだ。だから行こう。 これも一つの忍びの道。確定、旅は始まった。ごめんなさい。 Tut mir leid, dass du warten musstest. Worüber habt ihr zwei denn geredet? Nichts Besonderes. Ach ja? Na los, gehen wir. Wir müssen schließlich nach Sunagakure. Alles klar. Okay. Irgendwie wohl eine Zwischengeschichte von The Last? Oder vielleicht irgendwie... Was? Die Blickwinkel von Hinata? Ich bin gespannt. Zuerst einmal Schwierigkeit D. Naruto Uzumaki. Persönliche Briefzustellung. Mit Sakura und Hinata im Schlepptau macht sich Naruto auf, eine Mission abzuschließen. Die Zustellung eines Hokage-Briefs an Gaara in Sunagakure. Das ist eine vergleichsweise leichte Aufgabe. Okay, der Auftraggeber ist Kakashi und ja, gut. Okay. Wenn ich auf... Entschuldigung, wenn du in der Klemme steckst. Im freien Abenteuermodus erscheinen am Bildschirmrand Tutorial-Pop-Up-Fenster.
Wenn du drückst, kannst du nähere Informationen einsehen. Bereits erhaltene Tutorial-Infos kannst du jederzeit noch einmal lesen. Bla 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 bla. Hauptmenü. Über das Hauptmenü kannst du bla 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 bla. Info-Ereignisse, Details, Ereignis-Symbol, Karte. Gut, Karte. Öffne einfach die Karte. Ja. Ja, 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 ja. Geh weg. Weiter. So, geh doch. Also. Ach ja, genau. Akzeptiere müssen, während du dich frei umherbewegst, erscheint oben rechts auf dem Bildschirm dein Ereignissymbol, das zählt, wie viele Ereignisse du akzeptiert hast. Wenn du eins drückst, während das Symbol sichtbar ist, kannst du direkt zum... Aha, okay. Das bedeutet, wenn ich R1 drücke, haben wir das. Diese Mission haben wir gerade akzeptiert. Das können wir eventuell noch akzeptieren, oder wie? 50 Aufgaben für nie. Okay. Okay, okay. Ereignisdetail. Blablabla. Okay, interessiert mich nicht. Gut. Als allererstes gibt es hier doch bestimmt. Nee, gibt es keine Option. Der Controller spricht nämlich mit einem und das wollte ich eigentlich ausschalten, weil das nervt mich. Dann gucken wir mal, können wir das irgendwie... Schwierigkeitsgrad an, heißblütiges Netzwerk. Eine einzelne heißblütige Person erwartet dich auf der großen Brücke in Konoha. Sprich mit dem Mann. Kann ich nicht annehmen, okay. Ist das vielleicht schon automatisch angenommen? Was ist hier? Ebisu wurde in Konoha bei Hagakure-Item nahe gesichtet. Offenbar steckt er in irgendwelchen Schwierigkeiten, also sprich mit ihm. Okay. Bevor wir die Hauptmission also machen, würde ich sagen, wir suchen mal dem Item nahe. Bandai Warenhaus, das nicht. Wo auch immer. Aber mit Dreieck öffne ich die große Karte, ne? Hagakure Itemladen, du bist. Wo bist du? Ich sehe es nicht. Ah. Da unten also. Okay. Dann heißt das wohl, dass wir erstmal da lang gehen. So wie unsere Hauptmission es möchte. Oh, hier möchten ein paar Leute. Sprechen, mal schauen. Ich langweile mich noch zu Tode. Das ist eine gute Chance, ein bisschen zu trainieren. Sonst setze ich noch Rost an und dann ist alles vorbei. Ja, dann trainier doch. Stattdessen chillt er da unser Neben weiter. Die Dame scheint Hilfe zu gebrauchen. Mal schauen. Dann schauen wir mal. Der Stückpreis im Einkauf war also prima. Ich werde in diesem Monat schon wieder ganz schön Profit machen. Da kommt das Lächeln ganz von alleine. Ach so, sie macht irgendwie Inventur oder sowas. Das sah so aus, als ob sie... das Ding irgendwie wegschieben wollte. Na gut, vielleicht habe ich auch einen Knick in der Optik. Oh. Ist das die Brücke, wo Guy uns erwartet? Ach ja, stimmt. Vergiss nicht, im Dorf Bescheid zu sagen. Bescheid sagen? Na sicher, wir sind auf einer Mission. Da müssen wir im Dorf Bescheid sagen und Bericht erstatten. Ach so, diese Art von Bescheid sagen. Was, das Speichern oder wie? Du hast diese Sache doch immer ignoriert, weil du sie für... mühsam hielt es. Naja, heutzutage mache ich die Dinge aber richtig. Tatsächlich? Was du nicht sagst. Naja, ich tue es ab. Jetzt eben. Das will ich schwer hoffen. Also nee, ich kann mich erinnern, dass bei Stone 2 und Stone 3 das zum Speichern genutzt war. Dann ist irgendwie so Info. Speichern, ja, sag ich doch. Naja, gut, dann möchtest du speichern. Ja, bitte. Erfolgreich gespeichert, so. Da hat er auch schon nach Objekten, also ja, dass man die kaputt hauen kann. Direkt von der Gesamtkarte aus reisen. Schön. Aha, Figurensymbol. Manchmal erscheinen bei Charakteren Blasensymbole. Einige Symbole haben mit Ereignissen zu tun, also halte nach ihnen Ausschau. Irgendwie so eine rote Blase, Schriftrolle, haben mit Hauptereignissen zu tun und blaue haben mit Nebenquests zu tun. Diese blauen wird angezeigt, bevor sie angenommen wurden. Und was anderes Blaues mit Ausrufezeichen wird angezeigt, nachdem sie angenommen wurden. Okay, bedeutet, dass du dir eine Belohnung abholen kannst. Steht für Menschenhilfe. Okay. Grün. Okay, gut. Okay. Und das Speichern haben wir ja. Okay, sprechen wir mal Guy an. Ein friedliches Dorf. Ruhe. Eine glückliche Atmosphäre. Ja, das ist ein wahrhaft wunderbarer Augenblick.
Aber an ereignislosen Tagen wie diesen kann einem die Langeweile in den Wahnsinn treiben. Habe ich nicht recht? Hey, was soll das? Gib's doch zu, du kannst deine Begeisterung kaum noch zügeln. Du bist stärker geworden und deshalb verstehe ich, dass dein Körper nach Aktionen lechzt. Aber jetzt ist nicht die Zeit, mit den Fäusten zu kämpfen. Natürlich kann ich sehr gut nachvollziehen, wie du dich fühlst. Wir sind Ninjas, wir sind Wesen, die sich mit ihren Fäusten ausdrücken. Und deshalb müssen wir alle Methoden nutzen, die uns zur Verfügung stehen, um einen Weg zu finden, mit dessen Hilfe wir friedliche Kämpfe austragen können. Aus diesem Grund möchte ich dir das heißblütige Netzwerk vorstellen. Mithilfe des heißblütigen Netzwerks können wir einen Ort für leidenschaftliche Kämpfe überall in der Ninja-Welt einrichten. Und das alles dank der heißblütigen Seelen unserer Kameraden in anderen Regionen. Also, was genau soll das jetzt eigentlich sein? Um es in ganz einfachen Worten zu kleiden. Man kann in der ganzen Ninja-Welt umherreisen und in verschiedenen Regionen an heißblütigen Sparringskämpfen teilnehmen. Meine Kameraden werden dir alles zeigen. Sprich sie einfach an und sag, dass du an einem Sparring teilnehmen willst. Und da kannst du kaum noch die Füße stillhalten, was? Du wirst gegen alle antreten, gegen einfach alle, stimmt's? Also nee, gar nicht. Na. So war das. Richtig lesen sollte man auch. Heißblütiges Netzwerk. Geist, Netzwerk wächst und wächst. Schließe das heißblütige Sparring an allen 10 Stationen ab und melde dich anschließend wieder bei Guy. Nee, also im Augenblick passt mir das gar nicht. Nee. Gut, los geht's. Möchte ich natürlich machen. Ding. Das finde ich so gut. Ja, das ist der Naruto, wie ich ihn kenne. Ich freue mich, dass all die Energie, die ich in die eine Richtung dieser heißblütigen Netzwerks gesteckt habe, nicht umsonst war. Ja, ich hätte ein echtes schlechtes Gewissen, wenn ich das nicht wenigstens mal ausprobieren würde, nachdem du dir schon die ganze Arbeit gemacht hast. Und außerdem habe ich das Gefühl, ein bisschen Training könnte nicht schaden. Das wäre die perfekte Gelegenheit. Ich kann es sehen. Ja, jetzt kann ich es sehen. Die Flammen in dir. Deine brennende Seele. Haha, ja. Also dann, hier, nimm. Ich kriege jetzt schon eine Belohnung. Oder so ein Erlaubnis. Du hast das erhalten. Heißblütiges Kamerad. Ortshinweis. Ah. Konohagakure, Sunagakure, Wellenreich, Schildkröteninsel und so weiter und so fort. Stufe 10, okay. Das ist eine Liste, wo du Kameraden finden kannst. Geh dorthin, wo sie auf dich warten und starte einen Sparringkampf. Wenn du nicht so recht weißt, wo du anfangen sollst, geh zum Sparring hierhin, Konoha, und probier es einfach mal aus. Es ist ganz einfach. Geh an den Ort, an den dein Herz dich führt. Und wenn du alle Kämpfer geschlagen hast, kommst du hier zurück. Los. Alles klar, also dann mal los. Ich drücke dir die Daumen für den Sieg. Besiege alle heißblütigen Kameraden. In der ganzen Ninja-Welt warten heißblütige Kameraden auf dich. Finde sie, bestreite Sparringkämpfe mit ihnen und besiege sie, wissen wir doch. Also geh zum Konoha. Ey, wollte ich nochmal lesen. Egal. Okay, irgendwas Blaues erscheint da oben. Und auch da unten. Ne, das ist ein Teleportpunkt. Aber auch irgendwas unten, weil ich sehe einen blauen Pfeil, der nach unten zeigt und einen orangen Pfeil. Und wenn ich da hinklicke, nur ein blauer Pfeil. Und wenn ich ganz nach oben gehe, okay. Gehen wir nach da oben. Gibt es eine Methode, schneller zu laufen eventuell? Nee, ich kann noch nicht mal springen. Ich kann nur laufen. Ist ja doof. Bei anderen Teilen konnte ich wenigstens ein bisschen springen. Nee, das war nur bei Storm 1, ne? Bei den anderen ging das auch schon. Ach, ich weiß es nicht mehr. Egal. Hier in die Gasse rein? Ja. Okay. Plötzliche Ereignisse Nummer 1. Wie jetzt? Im Abenteuermodus können ganz plötzlich Charaktere auftauchen. Wenn du mit diesen Charakteren sprichst, finden plötzlich Ereignisse statt. Du könntest in einem Kampf verwickelt oder um ein Item gebeten werden oder auch Item oder Geld erhalten. Stolperst du über so ein Ereignis, solltest du unbedingt daran teilnehmen. Ja, okay, dann nehme ich doch unbedingt mal daran teil. Da.
Hey, ich muss dich um einen Gefallen bitten. Hast du vielleicht so etwas 14 Mal Goldninja-Klinge? Ich weiß nicht, habe ich die? Bringst du diese Items? Naja, wenn du meinst, tut mir leid, aber das geht jetzt nicht. Ja, ich bring dir das. Du hast ihn und das... Ach, ich hatte die sogar. Cool. Was, du willst sie mir wirklich geben? Super, vielen Dank. Ich wusste, es war richtig, dich zu fragen. Und tschüss, das Katzenmonster. Okay. Das war's anscheinend schon. Oder kommt irgendwie irgendwann wieder was? Werde ich mich wohl überraschen lassen? Okay, und hier scheint ein Kampf stattzufinden. Na gut. Heißblütig! Willkommen bei den heißblütigen Sparringkämpfen, die dir über das heißblütige Netzwerk angeboten werden. Hier kannst du auf der Rangstufe 1 am heißblütigen Sparring teilnehmen. Möchtest du gerne ein Sparring bestreiten? Na klar, möchtest du das. Habe ich nicht recht? Okay, gewinne den Kampf, Feindangriffsstärke erhöht. Und okay. Alles klar, ich tu's. Gute Antwort. Dann fangen wir jetzt ohne Umschweife an. Das heiße Blut soll brennen. Okay, Info, Teams, Teamformation. Du kannst ein Team zusammenstellen, das aus bis zu 3 Charakteren besteht. Je nach Kombination ändern sich die Fähigkeiten deines Teams. Jedes Charakter, jeder Charakter, bla 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 bla. Kennen wir doch von irgendwoher. So, die Frage ist, wen ich da nehme? Gen Iruga. Da kann ich doch tatsächlich nehmen, was ich will, ne? Hier fehlen mir sogar 2 Charaktere. Okay, was gibt's denn noch so alles? Okay. Sehr interessant. Gibt's hier irgendwie Konoha Maru? Oh, Hinata als Kind. Die Kinders, Kinder kann man auch nehmen. Aha, von Selas gibt's auch. Cool. Okay. Aber gibt's hier wirklich kein Konohama? Und dem würde ich echt gern spielen. Weil so zu Iruka ein bisschen. Obwohl, zu Iruka gar nicht mal. Also gegen Iruka möchte ich mit dem Kind Naruto spielen. Was gibt's denn noch so für Kleidung? Wenn ich L2 oder R2 drücken möchte. Gar nichts. Na gut. Oder erst wenn ich ihn ausgewählt habe. Ach nee, wenn ich beim Charakterauswahl selber bin. Ah. Okay, verstehe. Und Hilfscharaktere? Ich nehme jetzt ganz stumpf Hinata und Sakura, die mir bei mir im Schlepptau sind. Die erwachsene Sakura, wenn... Und was habe ich denn für Technik? Kann ich irgendwas? Windgeist, Angriffskugel? Also das ist mal Ninjutsu, ne? Ja. Ich will erstmal Windgeist, Angriffskugel nehmen. Mal schauen, was das ist. Wahrscheinlich einfach seinen Schuriken und dann kommt so ein Doppelgänger. Kann das sein? Ninja-Werkzeuge bearbeiten. Zu benutzen Items. Wir lassen es erstmal so. So, Iruka hat auch Konohamaru. Muss ich den noch irgendwie freispielen? Gewinne den Kampf. Das tun wir doch locker. Gucken wir mal. Ey, ich wollte eigentlich das Ninjutsu einsetzen. Egal, beim nächsten Mal. Na, Ninjutsu. Ja, das ist das, was ich gedacht habe. Ey. Komm, ich will einmal mit der Technik treffen. Komm schon, ich will treffen. Oh Mann, oh. Ich will einmal mit der Technik treffen. Komm schon. Jawohl. Nein. Ah, ich will komplett mal treffen. Und. Na gut. Ich akzeptiere es mal so. Sakura. Kann Maru immer da was sagen. Oh, es gibt auch eine Sturmanzeige. Ach, schade. Ich will Naruto-Rendern einsetzen.
Komm schon! Naruto rennt dann! Ja! Okay, das war schlau von ihm. Panzerbrecher! Hey! 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 Ach ja, man kann ja zwischen den Charakteren wechseln. Da war ja was, dass das möglich ist. Na, ich spiele gerade wie ein blutiger Anfänger. Komm schon, gleich müsste doch die Storm-Anzeige mal voll sein. Geht doch. So, ich will Naruto-Rennern einsetzen. Oh, das gibt's doch nicht. Wow. Was? Das macht bestimmt Spaß, zuzugucken, wie ich hier wie ein blutiger Anfänger spiele. Jetzt treff doch mal. Komm schon. Das gibt's doch nicht. Gleich ist die Storm-Anzeige leer. Ah, geht doch. Yeah. Also gut, ich schätze mal, ich hole mir ein paar Nudeln. Oh ja, jetzt ein paar Nudeln. Scheiße, ich krieg Hunger. Ein Rang S? Okay. Dabei habe ich so viel Leben verloren. Ich habe mal was davon gelesen, das sollte man 90% seines Lebens eigentlich behalten für ein Rest. Oder ist das im Abenteuermodus irgendwie anders geregelt? Hm, naja. Das reicht, du gewinnst. Deine heißblütige Seele war wirklich großartig. Ich bin sicher, du kannst sogar noch stärker und noch leidenschaftlicher werden. Hör bloß nicht auf dem Pfad der Heißblütigkeit zu wandeln. Ich werde mich jetzt verabschieden. Ich muss Guy berichten, wie es gelaufen ist. Tja, okay, bye bye. Okay, Stufe 1 haben wir abgeschlossen. Das heißt, dass die nächste Sunagakure wäre, ne? Warte, wie mache ich das nochmal mit R1, ne? Man muss doch irgendwie eine Liste haben, wo man Ereignisdetails vielleicht, wo man sich das angucken kann. Ereignisnavigation beenden? Nein, nein, nein. Anzeigen? Auch nicht. Okay, hier nicht. Ach, egal. So. Hier scheint es auch noch irgendwas zu geben. Irgendwelche Hilfsmissionen. Willkommen, wie wäre es denn damit? Eine Blumen... Was? Blumengabe? Ich hatte eine zu große Bestellung aufgegeben. Das ist jetzt ein kleines Problem. Du brauchst auch nur 2500 zu bezahlen. Wie hört sich das an? Ich glaube das nicht. Da will die mir noch Geld. Ja, du scheinst echt ein... Komm. Ja, hast du es. Ich danke dir vielmals. Ich bin doch nicht etwa zu aufdringlich, oder? Doch. Wenn du wissen willst, wo man sowas gebrauchen kann, schau doch mal auf dem Friedhof vorbei. Ja, total. Na gut. Hier irgendwo war noch eine. Sehe ich gerade auf der Karte. Menschen helfen. Na, helfen wir mal Menschen. Na, Oma. Ich würde gern den Friedhof sauber machen, aber da ist zu viel Laub. Damit komme ich allein nicht klar. Ja. Okay. Was soll ich jetzt machen? Gut, gehe ich zum Friedhof. Okay, brauche ich einfach nur rüber zu laufen oder wie? Okay. Ja. Ich wollte hier eigentlich ein Grab besuchen, aber ich habe vergessen, Blumen mitzubringen. Oh, die Blumen, die du da hast, sieht wunderschön aus. Okay, bitteschön. Einmal hier rüber werfen, mal darüber. Du hast das ganze Laub weggeräumt. Geh zu der alten Dame in der Nähe der Halle der Schulenprüfung und erzähle ihr das. Okay. So, aber irgendjemand will doch bestimmt noch Blumen haben, oder?
Oder habe ich gerade alle Blumen der Dame gegeben? Anscheinend. Will ich hier noch mal eine kleine Vase kaputt machen, weil ich es kann. Taubenkacke aufheben. Ah. Bronze-Schuriken. Das kacken also die Tauben aus. Das ist ja interessant. Da kann ich noch nicht mal runterspringen. Ich muss die Treppe nehmen. Wie blöd ist das denn? Na gut. Was, du hast mir für mich sauber gemacht? Wie nett von dir. Danke. So. Hätten wir das erledigt. Das erledigt. Da ist ein Ereignis. Sprechen wir den auch nochmal an. Ah, ich bin so furchtbar hungrig. Irgendwie kann ich das gerade voll nachvollziehen, dass ich all meine Stärke verloren habe. Ach, kannst du mir vielleicht so etwas bringen? Deluxe-Sieg-Mahlzeit. Klingt das geil. Gefällt dir Deluxe-Sieg-Mahlzeit? Okay, du kannst Objekte vom Typ Sieg-Mahlzeit im Goro-Goro-Laden im Komugakure kaufen. Okay, muss ich noch zum anderen Dorf laufen oder was? Ach, du hast nichts dabei. Naja, so heißt's. Hey! Also das ist unfair. Naja, was soll's. Gehen wir hier einmal speichern. Speichern erfolgreich. So, okay, dann beende ich vorerst die Episode und ja, mal schauen, was uns in der nächsten Episode erwartet. Vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ciao.